vorgestellt. SVSCI. Und zwar sind wir in Vorschau Nummer 12. Das ist ein Dutzend. Es ist auch jetzt die letzte, denke ich mal. Entweder wir schaffen es jetzt oder wir schaffen es nicht. Dann machen wir das natürlich nicht mehr. Wir haben Kapitel 5 und müssen da durch. Dann schauen wir, wie wir mit fertig werden. War jetzt nicht so der Bringer beim letzten Mal. Diese Städte, die wir da ausräumen sollten, die funktionierte irgendwie gerade nicht so besonders, ne? So. Das ist nur ein Berg. Okay, da müssten wir ja da hin. Dann auf geht's. So, da haben wir das entdeckt. Jetzt sollen wir da natürlich hier das erforschen. Das machen wir mal. Das machen wir 3 Runden lang. So, das hat er gefunden. Da müssen wir jetzt gucken. Er möchte den Vertrauen wohl hoch von Pyrrhus und Pergament. Ist klar. So, das bedeutet, wir wollten auch diese Geschichte auch einsammeln. Das haben wir auch. So, dann geht die Reise weiter nach da oben. Okay, da treffen wir jetzt die anderen. Und da geht es einem ja dreckig, den müssen wir heilen. So, das heißt, wir brauchen hier... Pip war der Handwerker, ne? Ja, der Architekt, der braucht jetzt eine Apotheke, die wir ganz einfach hierher bauen. So, und dann brauchen wir... Top, was war der? Das war der Koch des Stammes. Das heißt, der geht erstmal Essen sammeln, weil das brauchen wir ja auch. Dann haben wir hier noch einen hinter. Oder davor. Top war der Koch des Stammes, ne? Ja, dann war es hier hinter Jimka. Jimka ist der Baumeister, der Bergbauer. Und eigentlich soll der das ja da machen, aber das klappt so nicht. Deswegen geht er erstmal Holz fällen und Iron Mo geht weiter entdecken in diese Richtung, würde ich sagen, ne? So, das bedeutet eine Runde weiter. Hier ist die Apotheke fertig. Pip muss jetzt hier Kräuter sammeln. So. Iron Mo geht da weiter lang. Muss er dann da hinten die Aura beschwichtigen und er macht weiter Essen. Und hier unten wird Baum gefällt. Alles passend. Weiter geht's. Er sammelt hier Dingens, Kräuter oder Gewürze waren's. So, da ist jetzt die Aura. Und, okay. Dann gehen wir zur Aura erst hin, wenn das nicht anders geht. Passt. So, er ist jetzt da. Wie kann er nicht? Ja, ich würde jetzt gerne diese Aura da an... Ist doch komisch, oder? Na, lassen wir es. Macht er das schon? So, hier sind wir jetzt soweit, dass wir Getränke herstellen können. Da ist er. Und machen wir einen Drink für dich. Und nochmal. Ach, er kann nichts machen, weil er der vierte ist? Nein. So, er geht da Holz fällen. Kann er nicht, weil wir hier die Aura nicht beschwichtigt haben, ne? Ich verstehe wieder nicht, warum das nicht geht. Schützende Aura. Sieht das Spiel das nicht vor, oder was?
So, jetzt hat er den Trank hier. Und den muss er erstmal trinken. Da, okay. So, der ist geheilt. So, er baut jetzt hier. Nochmal. Er baut jetzt da. Da. Die Mine. Genau. Timka ist schon da, aber... Kann er nicht. Und er müsste hier die Aura beschwichtigen, aber kann er auch nicht. Dieses Spiel ist komisch, oder? Ich will ja nichts bauen. Ich will die blöde Aura beschwichtigen. Ach Mann. Ja komm, dann kannst du noch da das machen. Jetzt geht das erst. Ich fass es nicht, oder? Nee, geht immer noch nicht. Wie kann ich denn die Aura loswerden dann, ne? Gar nicht wahrscheinlich. Jetzt geht's. Du glaubst es nicht. Das Spiel ist so doof. Naja, wenn man dann alles so vorgegeben hat, ne, dann funktioniert das halt doof, ne? So, jetzt haben wir hier. Topis-Sammler, der macht weiter. Ach so. Warum nicht schafft Jimka das noch hier, das Erz abzubauen in der Zeit? Pip. Kümmert sich nochmal ums Essen wahrscheinlich. Mit dem Koch. So, wir müssen ja noch ein Ziel auswählen. Jetzt wissen wir auch, was wir brauchen, ne? Zum Beispiel einen Bergarbeiter. So, die beiden machen Kübrigas, er baut ab, ne? Ja. So läuft. Holz brauchen wir noch 200. Ja, er hat nichts zu tun hier, ne? Dann wird er Holz fällen, ne? Die anderen beiden kümmern sich ums Essen. So. 98 haben wir schon. ...109 läuft. Essen 345, das läuft auch. So, er ist Bergarbeiter. Das ist schon mal gut, ne? Jetzt brauchen wir nicht mehr ganz so viel. Dann haben wir das gleich geschafft. So, das haben wir auch. Jetzt fehlt uns nur das Holz. So, die Aura ist jetzt wieder kaputt. Iron Mo muss das wieder machen. Und dafür geht er jetzt hier dahin und macht das mit dem Holz. Dann geht er erst dahin. Und sobald Iron da ist, kann er hier, ich glaube, schon Holz abbauen, ne? Ja. So. Auf geht's. Ist ja nicht ganz viel, was wir brauchen, ne? So, ja, haben wir schon. Nein, noch nicht eine Runde noch. So, jetzt haben wir hier 250, 305. 400 Essen haben wir auch. Das heißt, wir können die Rast... zur nächsten Rast bewegen, oder? So, Ruine versteckt haben wir schon erledigt. Das ist weg. Das ist weg. Das ist weg. Da kann sich wer jetzt verbessern.
Rohernte-Zyklus mehr Dings, da bummst du. Passt. So, das haben wir auch. Mehr brauchen wir doch nicht, ne, oder? So, und jetzt ist das nächste Ziel da. Vier Kubrikas haben wir. Ich würde jetzt gerne weiter, ne? Ach, da war's, okay. So. Mitnehmen konnten wir nix. So, packen wir mal das Essen als erstes ein. Ups, knapp daneben. Das ist gut. Das dahin, das dahin. Und das Holz nehmen wir auch noch mit. So, und dann auf zur Abreise. Jupp. Eine weitere Rast ist notwendig, steht da. So, jetzt sind wir hier. Da ist die mystische Energie und da müssen wir die gucken, dass wir die rausfinden, ne? Ruine entdeckt, genau da. So, er geht mal dahin. Und da sind diese Viecher. Da kriegen wir Fleisch weg. Jagdhütte und Quarantäne brauchen wir dafür. So, und da wollen wir dann mal hier den aufbauen, ne? So, und dann müssen wir hier noch einen Platz machen, damit wir einen vierten Arbeiter auch hinkriegen. Alnomo geht dann dahin und wird das analysieren. Pip ist der Handwerker. Jimka war der Bergbauer. Dann lass Pip mal gleich hier. Achso, Pip muss gleich die Mine hier bauen. Ach, wir haben kein Holz, das heißt, er geht Holz hacken. So, weiter geht's. Der vierte darf ja nicht. Ist untätig, aber das liegt daran, dass wir keinen Dingens haben. Kann der denn wandern? Ja, da ist ja schon mal was. Dann kann er doch entdecken gehen, oder? Oh. Dann haben wir wieder geschlafen. Da ist das Tier, was wir brauchen. So. Jetzt kriegen wir das Handwerk zusammen. So, er ist fertig hier. Er kann nicht, ne? Doch, er kann. Und die anderen beiden machen Holz, das geht. Wenn das so ist, ist auch gut, ne? Gerade in der Form eines Horns thront mit Windes eine vorstellende Bohrung. So, Nemo tritt näher und liest die Statue eingravierte Worte vor, worauf sich das Füllhorn aktiviert, dieses Ort hat. 200 Rohstoffe. So, und jetzt? So, jetzt fehlt uns das, ne? Ach, er kann den gar nicht mitnehmen. Okay. Dann gehen wir da wieder hin. Wer war das jetzt? Ja. Und Top nicht. Pip muss es sein. Pip kann jetzt hier hin. Ah, Pip soll den die Mine machen. Und zwar da. Gut. Mine läuft dann. Er macht noch weiter Holz. Kubrikas brauchen wir allerdings auch. Das heißt,
Holz haben wir. Nee, er muss weiter Holz machen. Dann macht er das erstmal, dass er den da einfängt. Hat er das jetzt nicht gemacht? Das Land wird als bestellt. Abbrechen. Jetzt muss er erst zurück, um sich umzuziehen und dann den zu holen, oder wie? Ja, klar. Naja, dann ist das halt so, ne? Was willst du machen? So, geht dahin. Essen 221. Holz 62. Jetzt 107. Das ist schon mal gut. So, jetzt müssen wir uns aber ums Essen weiter kümmern gleich noch, ne? Er macht schon mal das Richtige. Er macht auch das Richtige. Das heißt, er macht jetzt, Pip macht jetzt nichts, weil Pip jetzt hier Dingens war. Dann geht Pip mal dahin. Und Pip kann da nichts bauen, weil er noch kein Zuhause hat, ne? So, jetzt ist er zu Ende. Jetzt kann er die Jagdhütte bauen. Das passiert jetzt da. Gut. Er kommt. Was haben wir denn hier alles so? Aura entdeckt. Ruine. Ach, da ist noch eine Ruine. Aura entdeckt. Noch eine Ruine. Und er kann aufsteigen. Ja, komm, machen wir das. Er muss ja noch ein Gebäude bauen, die Ernte, die Kantine. So. Ist da oben noch ein freier Fleck gleich? Vielleicht. So. Das ist fertig. Wir haben nichts zu essen mehr. So. Pip. Jetzt müssen wir ganz schnell hier erstmal Kyprikas ranholen. Pip ist der Baumeister, ne? Ne, das war verkehrt. Da fehlt uns Wolle. Wo ist hier Wolle? Ich sehe keine Wolle. Das ist schlecht. Ist da oben Wolle? Nützt nix. Er muss hier ernten. Da ist er, der muss da ernten. Sonst verhungern wir jetzt. Und er hier macht gerade nix und geht da ernten. Geht nicht. Das bedeutet, er geht ernten. Los geht's. Jetzt ist die nächste Runde gefährlich. Und diese Runde auch. Und jetzt verhungern wir. Doch nicht? Er hier vor allem. Okay, wir haben genug zu essen gerade gekriegt. Haben wir gerade noch so die Kurve gekriegt. Lass uns erstmal ein bisschen Essen noch mehr einsammeln. Okay. Jetzt haben wir über 100 Grad gehabt. Okay. Und wie schaffen wir das noch?
110. So, jetzt muss ich mal Pip haben. Das ist I don't know. Jimka. Top, dann ist Pip natürlich hier. Und Pip muss jetzt definitiv das Zeltlager machen. Allerdings, wir haben keine Wolle. Das heißt, geh du mal dahin. Und die anderen sammeln wir noch. So. Jetzt kriegen wir aber hier keine Wolle zusammen, oder? Wie sehe ich das? Das kann ja jetzt nicht sein, oder? Hab ich irgendwas übersehen? Nee, ne? Es gibt hier keine Wolle. Ja. Das ist Pip. Haben wir was? Wir haben ein bewegliches Zeltlager dabei, oder was? Ist ja wieder super, oder? Dann kommt das dahin. Okay. Das sollte jetzt fertig sein, oder? Almo soll dann da das machen. Kann er nicht, weil wir noch eine Runde warten müssen. Geht immer noch nicht. Er muss immer noch bauen. Essen geht aber gerade. Jetzt ist das erst fertig. So, jetzt kann er die Dingens beschwichtigen da. Wir haben nur noch 56 Essen. Top sammelt schon. Das ist hier er und er muss nochmal Essen holen. Damit wir wieder rund kommen. So, das läuft erstmal. Beschwichtigt Mo auch? Wahrscheinlich nicht. Hat wieder gut geklappt, ne? Gut. So, jetzt haben wir gerade relativ viel Essen. Das bedeutet, ich nehme da jetzt Pip raus. Weil Pip soll jetzt die Kantine noch machen. Die sich hier befindet. Dafür brauchen wir Holz und 50 Eisen. Okay, das bedeutet, einer muss noch schnell Dingens machen. Holz. Mo ist jetzt fertig. Mo kann jetzt da mal noch an Decken gehen. Nee, kann hier erstmal den machen. Hier, zack. Kommt vielleicht da dran vorbei und deckt das dann auch auf, oder? Nee, macht er nicht. Egal. So. Essen 114, das ist noch gut. Wir brauchen noch Holz. Wo ist Pip? Da, ne? Ja. 100 Holz brauchen wir. 50 haben wir. Also muss erst Holz her. Drei Holz fehlten jetzt in der Runde, ne? Super, oder? So, jetzt hat Pip das reichliche Holz geholt. Und jetzt muss Pip die Kantine bauen. Wo machen wir die hin? Da, da, da. Machen wir da hin. Fertig. So. Er beschwichtigt noch? Naja, er ist schon. Das war ja wieder super, oder? Ja, komm. Sammel mal Fleisch. Tu mal was fürs Geld. So, wo ist unser Koch? Top war der Koch, oder? Ja. So, Top ist jetzt fertig. Aber die Kantine ist noch nicht fertig, oder doch? Doch, die ist schon fertig. So, gehen wir Holz fangen, sammeln. Top geht noch da so lange sammeln, bis er einmal hat. So, und dann geht er hier gebratenes Fleisch machen. 20 Fleisch geht runter und die Rationen gehen dann hoch. Das passt dann. 130 ist auch ein guter Wert. Läuft erstmal. Das war hier Iron Mo, der jetzt hier bedient.
So, das bedeutet, wir brauchen noch Holz. Wer macht das? Ja, die Rag. Ja, das ist so klar, ja. Aber Momo ist erstmal Fleisch beschäftigt noch. Jimka sammelt Dingens. Kübrikas hat aber gerade abgeliefert. Und könnte jetzt das machen. Haben wir denn so ein Teil schon gebaut? Wir werden sehen, ne? Er baut da ab, war klar, ne? Ich weiß nicht, wofür diese 200 sind. Das war das gleiche wie letztes Mal, oder? Macht keinen Sinn. Iron Mo ist mit besänftigenden Dingens beschäftigt. Unser Koch kann nicht mehr kochen, da er gerade Dingens machen muss. Das heißt, jetzt kann er Kübrikas machen. Es gibt ja kein Fleisch. Und Almomo, das muss das jetzt erst machen. So, hol mal ein paar Kübrikas rein. Almomo ist da fertig. Weiß nicht, ob es da geht. Weiß ich auch nicht. Dann läuft das halt so. Mach Fleisch. Die Ration müssen wir fertig kriegen hier. Erz läuft, Holz läuft. Wer macht Holz? Er macht Holz. Läuft also. Ah, die Dingens ist hier wieder weg. Dann müssen wir da auch beschwichtigen. Dann wird er das wegbringen und wenn er weggebracht hat, macht er erstmal Fleisch. So. Alles klar. Wir hoffen, dass das auch einigermaßen klappt. Wir haben keine Rationen mehr, müssen jetzt von Dingens leben. Von Kübrikas. Aber der Koch macht ja jetzt gerade Dingens. Jetzt kommt die Meldung mit der Plage. Eine Ruine entdeckt da oben. Okay. So. Essen geht gerade noch so. So, einmal noch abliefern hier, dann haben wir unser Erz zusammen. So, wer war der Koch? Top, ne? Und der kann jetzt hier das herstellen, weil er hat abgeliefert, ne? So, da sind Rationen da, das ist schon mal gut. Jetzt bringt er das noch weg. So, jetzt haben wir da genug. Wir haben genug Holz. Das bedeutet, wir brauchen jetzt nur noch Rationen. Das ist Jimka. Jimka macht jetzt hier Fleisch. Iron Mo ist da. Und erkundet mal das. Alle haben was zu tun. Er holt noch Holz. Die Rationen müssen wir jetzt hochkriegen, ne? Holz haben wir nicht mehr ganz so viel, dann müssen wir noch, also wir haben schon genug, aber wir müssen ja noch immer was fürs Verarbeiten von Nahrung das machen, ne? Dafür geht es ja wieder runter, oder wie war das? Nahrung ist da, Nahrung wird gemacht, passt. Jetzt müssen wir nur die Rationen noch hochkriegen, ne? So, Almo hat das fertig. Und macht jetzt da erstmal schnell weiter, damit wir das Essen weiterkriegen. Wir brauchen nur noch das Essen. Aromo hat nichts mehr zu tun. Dann erkundige das mal.
Bei der Erkundung der Ruinen stellt Jan Moore fest, dass die Wände mit Statuen und Zeichnungen von Vögeln geschmückt sind. Vermutlich handelt es sich um eine alte Stätte der Ingenieurskunst. Am Ende einer großen Kammer entdeckt Jan Moore ein mobiles Gebäude, das noch nicht perfekt verstaut und in erstklassigem Zustand ist. Wir haben eine Weide dazu gekriegt. Ist doch schön, ne? So, das bedeutet, dass wir jetzt eine Weide da haben. Die können wir dann mitnehmen. Und Iron Moore ist da fertig. Muss nichts da und da machen. Wir müssen jetzt nur die Rationen fertig kriegen. Und dann ist die Flut irgendwann auch da. Das wird jetzt ernst. Wer sammelt denn hier Fleisch ein? Das Gebäude ist schon besetzt. Dann geht Iron Moore mal dahin und macht da weiter. Und wir wollen hoffen, dass die anderen Kollegen das mit dem Essen jetzt noch hinkriegen. Ja, die Rationen sind noch 210. So, Holz haben wir ja genug. Wenn er das nächste Mal zurückgeht hier, dann ist es mit dem Holz erstmal gut, oder? Soll er da mal entdecken? Die Zuzugruft unter der Erde ist auch steingefüllt. Als innen muss sie endlich zu öffnen. Beim Markt drängt eine Wolke aus dichtem grünen Nebel aus vor. Das ist wichtig. Alle werden krank. Super. Und das wird hier sein, dass er hier gleich stirbt. Wieso habe ich diese Information nicht gekriegt, was da drin ist? Na toll. Na. Machen wir das und dann wird jetzt der Ding sterben, ne? Weil er krank ist. Wer ist das? Pip. Jetzt müsste Pip eine Apotheke bauen. Das er wahrscheinlich nicht kann. Würde sogar gehen. 120 Holz. Aber das wird nichts mehr. Machen wir. So, und weiter geht's. Wer ist arbeitslos? Iron Moore ist so arbeitslos. Kann dann Holz sammeln geht nicht wegen der Aura, das heißt hier Holz sammeln. Läuft. Und Mo ist jetzt gestorben. Pip ist verschwunden, das Schicksal ist entschieden. Die Lebensfunken des Glücklings vermelden sich unter dem Singen seiner Begleiter am Lagerfeuer mit dem Seufzer. Pip wird ihnen folgen und sie leiten genau wie du. Ach, die anderen dürfen tatsächlich weiterspielen. Haben wir einen verloren. Und müssen das mit denen jetzt bewältigen. Die beiden sind noch da und Iron Mo muss jetzt das andere machen. Hätten wir uns die Apotheke sparen können, ne? Ach, die anderen sind auch noch krank, oder wie ist das? Nee. Sehen noch gesund aus. Rationen werden nicht mehr. Holz haben wir jetzt wieder genug. Wir kriegen die Rationen nicht hoch, ne? So, er hat das jetzt geschafft. Jetzt kann er erstmal hier Kybriker sammeln. Und ich glaube aber, die essen sowieso Rationen, ne? Oh, 238, vielleicht klappt es ja doch noch. Iron Moore muss jetzt hier wieder die Dingens frei machen. Wer schläft denn hier? Also das ist wahrscheinlich Dingens hier, Pip, der gestorben ist, oder? So. Starkregen steht kurz bevor. Es fehlt dann Fleisch. Der Regen ist hier, ist klar. Boah, jetzt sind die Rationen wieder durchgefallen, ne?
60 Rationen. Ach, es geht aber voran. So, jetzt haben wir sie. Und jetzt gehen wir los. Fleisch. Lubrikas. Das. Das. Und die Ration. Und wofür ist das hier? Bonus? Ach, weil er noch dabei ist wahrscheinlich, ne? Na dann. Abreise. Haben wir alles. Ja, ich bin sicher. Sieg. Wir haben das Tutorial doch noch geschafft, obwohl wir einen verloren haben. Pip ist leider nicht mitgekommen. Aber naja, das ist halt so im Leben, ne? Gut, dann haben wir das auch durch. Das war die Vorschau von SFAR-SEI, A Fate. Wäre interessant. Cooles Spiel, denke ich mal. Muss man aber dann nicht vielleicht die Tutorials hier machen, sondern das Spiel richtig spielen. Dann ist es bestimmt sehr interessant. Ja, und dann würde ich sagen, sind wir damit fertig. Und wir werden demnächst wieder ein anderes vorgestellt machen. Gucken, ob da was kommt. Weiß ich nicht. Müssen wir mal schauen. Und wenn, dann machen wir ein Projekt weiter, wo ich dann aber noch im Überlegen bin, ob das dann nicht mal ein Let's Play werden könnte. Da muss ich mal schauen. Ich sag mal erstmal Dankeschön fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Schreibt gerne Kommentare rein und teilt auch gerne das Video auf anderen Kanälen. Wir sehen uns in den nächsten Projekten. Bis dann. Ciao.